Wir tauchen ein in die Welt der Floristik und es ist für unsere Floristen nichts schlimmer als lieblos im Plastiktopf präsentierte Pflanzen. Und wie Mann und Frau, sage ich mal, das großartig in Szene setzen, wird uns heute Wildwuchs-Chef quasi Wolfgang Keck-Rauber zeigen. Wildwuchs-Florist. Mit größtem Vergnügen sage ich das. Nein, natürlich. Ja. Es gibt in Österreich so viele talentierte Floristinnen und Floristen. Und da darf ich stellvertretend ein bisschen was herzeigen. Herrlich. Hart, aber herzlich ist das Motto heute. Hart, aber herzlich. Ja, so hart in den Kombinationen, ja, sprich ein bisschen härtere Materialien mit der Schönheit von Pflanzen. Herzlich, so das kleine Gimmick dabei, wo es einfach ein bisschen liebevoller ausschaut. Weil du kennst hier so diese Fensterbankeln, wo so Plastiktöpfe stehen mit so Kaffeeuntertassen und so. Das mag ich heute halt gar nicht. Nein. Und ist ja nicht schön. Zeigen wir ein paar Beispiele, wie man das anders machen kann. Hinter Gittern, das sind gängige Kakteen? Das sind ganz gängige Kakteen, natürlich in dieser Form ein bisschen größer, die halt statt im üblichen Topf in Glasgefäße gesetzt worden sind. Ja. Und damit man sich nicht verletzt, aber auch zum Beispiel den Kaktus nicht verletzt, da habe ich so aus Gitter so Hülsen gebaut, ja, aus Kupferdrahtgitter und die Gefäße selber mit verschiedenen Materialien abgedeckt. Ich glaube, eine sehr schöne Kombination. Das Herzliche, einfach jetzt der Jahreszeit passend, ein paar Backkartonschmetterlinge. Das, was Sie da jetzt gerade groß gesehen haben, das ist Grillkohle. Ja, das ist eine gute Idee. Das ist ein wunderschönes Material. Ich meine, man wird so relativ schmutzig beim Einfüllen, aber ansonsten tut es das Ganze nicht. Der Schönheit keinen Abbruch. Schöne Materialien, Grillkohle, Sand oder eben Kies. Und die Schmetterlinge hast du wahrscheinlich fürs Herzlich, oder? Schau, es ist jetzt Sommer draußen, da brauchen wir ein bisschen was Flatterndes. Ja. Schmetterlinge im Bauch und so. Ne? Es geht auch anders. Es geht auch anders eben, zum Beispiel. Unser zweites Bild quasi. Du kannst ja jede Pflanze grundsätzlich in jedes Gefäß, das dir gefällt, pflanzen. Ja? Es muss ja nicht immer der herkömmliche Keramikübertopf sein oder was. In dem Fall habe ich halt Dosen verwendet. Alte Keksdosen, alte Teedosen. Du kannst wirklich alles nehmen, was dir gefällt. Ja? Das heißt, auch für den Ablauf da bohrst also du halt entweder, Löcher wenn du es im Freien verwendest, dann nimm ein paar Löcher rein. Ansonsten mache ich aus Kies eine Drainage, ja, wo dann quasi das Gießwasser absickern kann. Wunderschön zum Beispiel jetzt im Hochsommer, vor allem sie sollen ja jetzt auch sehr hitzeresistent sein, die Anthurien zum Beispiel oder da vorne das Rotgrün, das ist der Wüstenkohl, das sind so Dickblattgewächse, die komplett anspruchslos den Sommer überstehen. Und da hinten schimmert es noch ein bisschen golden. Das ist so die allzeit beliebte Schwiegermutterzunge, ja, die ist an Sibirien und Schwiegermütter reden ja manchmal mit vergoldeter Zunge. Ja. Wenn ein paar Blätter abbrechen, kann man die vergolden und dann zusätzlich als Deko einbauen. Schwiegermütter sind golden. Jetzt, wo du sagst, genau, bitte meine dich überhaupt. Aber da hat man zahlreiche Möglichkeiten und du kannst wirklich in jedem Gefäß was pflanzen. Schön. Gehen wir weiter? Gerne. Orchideen als Sommerdekoration? Die wunderschöne Venus-Orchidee, wirklich sehr bezaubernde Blüte, wenn du die anschaust, in diesem Blasslila, aber auch mit diesem, wirklich gefällt mir selber auch sehr gut. In dem Fall in ein Rindenstück reingesetzt, ja, aber eben auch ohne diesen üblen Pflanzgranulat. In dem Fall, wenn du dann schaust, die Kupferdraht, ja, der ersetzt quasi das Pflanzgranulat. Das ist gescheit, das hält, gell? Das, genau, weil von den Orchideen, das Granulat ist eigentlich keine Erde, das ist nur Rindenmulch, der dafür sorgt, dass die Pflanze gerade steht. Sag, hat die mit dem Frauenschuh was die zu tun? Die sind verwandt, klar. Sind verwandt. Und relativ einfach in der Pflege, ja, also leben wir von Luftfeuchtigkeit und einfach, wenn sprühen. Du die Ärmel am Tag ein Blatt sprühst, ist das wunderbar gelöst und du hast eine tolle Sommerdekoration. Sehr schön. Ein quasi Perlenrausch. Ein Perlenrausch, oder? Der berühmte Erbsenstrauch. Hat aber mit der Erbsen nichts zu tun. Hat mit der Erbsen nichts zu tun, hat mit der Knallerbsen nichts zu tun. Heißt aber tatsächlich Erbsenpflanze oder Erbsenambandpflanze. Ist eine Sukkulentenart, die extrem pflegeleicht ist. In dem Fall ein bisschen so diese Mischung, der rostige Topf mit dieser sehr zierlichen Pflanze, mit diesen paar Perlen aufgehübscht. Ja. Eine Dekoration, die wirklich Anfang des Sommers irgendwo machst und du hast das ganze Jahr. Gut haltbar? Super haltbar. Ja. Super. Nicht essen. Schaut nur hübsch aus. Nicht aber es wird essen. Nicht schlecht. Nicht essen. Was ist jetzt, wenn ich sommerliche Schnittblumen möchte? Also entweder du kriegst dann von den Floristen einen wunderschönen Sommerstrauß, der halt einfach aufgrund der Witterung, aufgrund des Materials nur beschränkt hält. Oder aber zum Beispiel, ich empfehle immer ganz gern etwas aus Anthurien. Ja? Wenn du da unten zum Beispiel schaust, diese wunderschönen Anthurien von heimischen Gärtnern, die ideale Sommerpflanzen. Sehr schön. Und da hast du auch den Kupferdraht wieder verwendet? Den Kupferdraht als Steckhilfe und eben auch in einer Rinden gesteckt. Ja. Fisch. Schadlos. Und hält 14 Tage? Bis zu 14 Tage. Bis zu 14 Tage. Wolfgang Keck-Rauber, unser Wildwuchsflorist. Mit größtem Vergnügen. Ja, mit super Vergnügen. Mit superstem Vergnügen. Danke dir herzlich. Gern. Danke.